zusammen ohne Musik. Ja, und auch hier wurde der Göppinger Sieg natürlich genauestens verfolgt. Das ist die Reaktion der Fans hier in Mannheim, als klar war, Flensburg verliert diese Partie und damit ergibt sich natürlich eine Riesenchance für die Rhein-Neckar-Löwen hier heute im Duell gegen den THW Kiel. Die Reaktion der Verantwortlichen allerdings ein bisschen verhaltener. Die wissen ganz genau, es wird verdammt schwer heute gegen den THW Kiel. Aber sollte diese Partie gewonnen werden, dann wären die Rhein-Neckar-Löwen jetzt am 32. Spieltag deutscher Meister. Also, große Chance für die Mannheimer. Ob sie sie nutzen, sehen wir gleich nach einer ganz kurzen Pause. Bleiben Sie bei uns. Was machen Sie heute hier an der Bahn? Schaffe! Mit dem zweiten Tor, Andreas! Mit der 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mit der Nummer 11, Digga! Mit der 16, Senior! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aua, das tut weh. Wieder mit Live-Bildern, richtig? Unsere
für eine. So, ich brauche einen großen Applaus für drei noch Gegner, präsentiert von Nora Wittacke an den HSV Halbzeit im Tempo 1848 Bodenheim. Damit ein herzliches Willkommen an die Schiedsrichter der heutigen Partie. Und dabei ist heute den Robert Schulze und Tobias Böckes. Herzlich willkommen. Die SAP Arena ist ausverkauft bis auf den letzten Platz und es kann ein ganz besonderes Spiel werden für die Rhein-Neckar-Löwen, denn durch die Niederlage der Flensburger, wenn die Rhein-Neckar-Löwen heute gewinnen gegen den THW Kiel, dann ist man am 32. Spieltag bereits deutscher Meister und das freut natürlich auch den Manager Oliver Rogisch, wobei die Reaktionen etwas verhalten waren der Verantwortlichen. Warum? Natürlich, weil wir heute 60 Minuten gegen THW Kiel spielen, die spielen die Champions League, die werden alles reinlegen. Ich habe sie gerade in der Kabine gesehen oder im Flur vorne und die sehen alles andere aus, als wenn sie das Spiel heute wegschenken. Es wird ein riesen Fight heute werden und wenn du deutscher Meister werden willst, dann musst du heute auch gewinnen. Ist es Ihnen recht, dass die Spieler wissen, dass diese Chance heute da ist? Ja, ich glaube, dass das für die Fans vielleicht auch gar nicht schlecht ist. Man hat es gesehen in der Reaktion. Ich glaube, die Stimmung wird heute nicht zu toppen sein und jeder, der heute hier ist, wird seinen Teil dazu beitragen. Vielen Dank, Oliver Rogisch, für die kurze Einschätzung. Los geht's mit Markus Götz und Stefan Kretschmer. Ja, da freut sich selbst Alfred Gislason mit offensichtlich. Eine mögliche Meisterentscheidung im Mai bereits. Wer hätte das denn bitte für möglich gehalten? Es kann heute tatsächlich passieren. Jetzt braucht es nur noch in Anführungszeichen einen Sieg für die Löwen hier in heimischer Halle gegen den THW Kiel. Aber es ist eben der THW Kiel. Und auch wenn die Kieler arg gebeutelt sind personell, die vielen Verletzungen, Dufniak nicht mit dabei, Torf Hansen nicht mit dabei, Weinhold angeschlagen, Santos fällt länger aus. Sie sind natürlich immer noch der THW Kiel und die Löwen haben den gebührenden Respekt. Und trotzdem, was hier eben los war in der Halle, das Spiel aus Köppingen war auf der großen Leinwand zu sehen. Und es hat die 13.200 in der SAP Arena natürlich entsprechend auf Betriebstemperatur gebracht. Jetzt geht's los. 60 Minuten Spitzenhandball. Löwen gegen den THW Kiel. Und nochmal, ein Sieg für die Jungs aus Mannheim. Und der deutsche Meister 2017 steht fest. Die Löwen in Gelb. Von rechts nach links. Mit Alexander Pettersson. Und der Führung. Und bei all dem Trubel könnte man beinahe vergessen, den Experten zu begrüßen. Stefan Kretschmer, herzlich willkommen. Du hast es fast versäumt. Nein. Einen schönen guten Abend. Ich sehe es dir nach. Es ist ein turbulenter Handballabend. Es wird ja nicht nur oder wurde nicht nur in Göppingen gespielt, es wird nicht nur hier in Mannheim gespielt. In 8 Hallen und da fallen so wichtige Entscheidungen. Aber wir konzentrieren uns jetzt natürlich auf das Titelrennen. Also, wir müssen jetzt natürlich schon ein bisschen rein in die Psychologie. Die haben alle mitgekriegt, was in Göppingen passiert ist. Alle Löwen wissen, ein Sieg noch und wir sind Meister. Was ist das jetzt? Beflügelt das oder hemmt es vielleicht sogar? Also erstmal beflügelt es. Alles andere wäre natürlich Quatsch, weil man kann heute unter Umständen auch noch mal verlieren. Und deswegen nimmt es den absoluten Druck, dass man hier jetzt nachlegen müsste, wenn Flensburg gewonnen hätte. Das ist schon mal klar. Aber dass man hier heute Meister werden kann, das hätte man natürlich nicht gedacht. Und du hast es schon angedeutet, man spielt heute gegen den THW Kiel. Und auch wenn sich der THW in der Saison nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, er hat es in dieser Saison schon vorgemacht, in der Champions League nämlich, hier in dieser Halle zu gewinnen und sich in besonderen Spielen zu steigern. Und davon kann auch heute wieder ausgegangen werden. Es gibt also keinen schwereren Gegner für die Löwen am heutigen Spieltag, meiner Meinung nach, als den THW. Und das Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Clubs in der Champions League ist ja noch gar nicht so lange her. Und da haben sich die Kieler durchsetzen können im Achtelfinale mit einem Sieg hier in dieser Halle. Und das haben die Löwen natürlich nicht vergessen. Und die Kieler zuletzt mit Riesenproblemen in eigener Halle am vergangenen Sonntag.
mit mächtig Dusel gerade noch so gewonnen gegen den feststehenden Absteiger aus Coburg. Haben sich wieder mal nicht mit Ruhm bekleckert. Und trotzdem muss man den THW in so einem Spiel immer auf der Rechnung haben. Da kann man zum Beispiel auch an das Pokalfinale erinnern, das sie ja so grandios gestaltet haben gegen die SG Flensburg-Handewitz. Aber wie gesagt, die Verletztenliste ist lang. Laskovic gegen Peterson. Ja, und man darf natürlich eins nicht vergessen, wenn wir von den Erfolgsgeschichten der Kieler in diesem Jahr berichten, da war halt auch immer ein gewisser Domagoj Duvnjak dabei. Den haben sie jetzt nicht, der fehlt ihnen extrem. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wozu sie ohne ihn heute in der Lage sind. Apelgren gegen Winczek. Und es ist ja nicht so, als dass es für den THW nicht auch noch um eine ganze Menge ging. Platz 3 muss verteidigt werden gegen die Verfolger aus Berlin und Magdeburg. Nur als Dritter hast du noch eine Chance auf die Champions League im nächsten Jahr. Eigentlich undenkbar aus Sicht des deutschen Rekordmeisters, dort bei den besten Teams aus Europa nicht mit dabei zu sein. Also die haben hier nichts zu verschenken. Ja, die Kieler ihrerseits werden es natürlich wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, dass die Füchse zu Hause heute verloren haben gegen den VfL Gummersbach. Auch das wird sich natürlich in der Kabine rumgesprochen haben. Das nimmt den Druck schon ein wenig. Ein wenig. Wohin scheitert dann Apelgren? So, an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz angemerkt. Die Löwen haben sich ja in diese glänzende Ausgangsposition selbst gebracht am vergangenen Sonntag beim großen Showdown im hohen Norden in der Flens Arena. Dort haben sie mit 23:21 das Spitzenspiel für sich entscheiden können. Zum vierten Mal in Serie in dieser Halle gewonnen. Eine außergewöhnliche Leistung. Und da war ja schon klar, dass die Chancen jetzt sehr gut sind, den Titel verteidigen zu können. Und der Köppinger Sieg heute gegen Flensburg hat sein Übriges dazu getan. Ja, da haben sie erstaunlich cool gespielt, muss man sagen. Wobei ich auch feststellen muss, dass Flensburg gegen die sehr offensive Abwehr, gegen die 5-1-Abwehr sehr einfallslos gespielt hat. Eigentlich untypisch für sie. Für mich eine der spielerisch, wenn nicht sogar die spielerisch stärkste Mannschaft, hat nicht viele Mittel gegen diese Löwenabwehr gefunden. Und ganz wichtiger Faktor, Apelgren ist in diesem Spiel über sich hinausgewachsen. Das war der entscheidende Faktor für den Sieg der Löwen in Flensburg. Also wer bis dato immer noch dachte, die Löwen sind etwas nervenanfällig, bekommen vielleicht das Flattern. In Flensburg haben sie vielleicht wieder mal ihr Meisterstück gemacht. Ja, sie haben mit dem Titelgewinn in der vergangenen Saison eine Riesenbürde abgeben können. Und diese Sicherheit hat ihnen natürlich geholfen in Flensburg. So, Traupass von Schmied auf Krützki, aber da ist Landin, der Ex-Löwe, den Alfred Kieslersson heute von Anfang an bringt. Und damit sitzt Andi Wolf natürlich nur auf der Bank zunächst. Der eigentlich bislang die besseren Werte hatte in der Bundesliga. Aber das ist natürlich eine Auswahl, die der THW da aus dem Tor hat. Andi Wolf, Niklas Landin, da kannst du blind reingreifen. Ja. Wenn wir den THW analysieren, dann müssen wir sagen, sie spielen eigentlich ohne Spielmacher. Ohne etatmäßigen Spielmacher. Die Handballfans wissen, dass ich mich da jetzt wiederhole, weil ich jetzt schon ein paar Mal angemerkt habe, sie spielen eigentlich mit drei Halben im Rückraum. Und das zieht natürlich nach sich, dass ihnen die Kreativität fehlt. Also die entscheidenden Momente, das Esprit. Sie spielen sehr hausbacken, gehen viel ins 1 gegen 1 und suchen dort ihre Chancen im Zusammenspiel mit dem Kreisläufer. Ja, Billig, Laskovic, wohin? Das ist der Rückraum. Winczek am Kreis, Danke und Eckberg auf den Außenpositionen. Sie haben natürlich Feuerkraft aus dem Rückraum, aber wie gesagt, der Spielmacher fehlt ihm. Löwen aus einer 6-0, aber die ganz offensiv aufgereiht ist. Zum Teil bis auf 9 Meter rauskommt. Die Ergebnisse laufen durch, soweit sie denn schon vorliegen vom heutigen Abend. Ein unwahrscheinlicher wichtiger Sieg für den TBV Lemgo, auch im Abstiegskampf. Gummersbach, für die gilt natürlich dasselbe. Und ja, Leipzig-Magdeburg, ein anderes hochinteressantes Ergebnis, unentschieden. Auch das gibt dem THW im Kampf um Platz 3 ein bisschen mehr Luft.
Kim Ekdal-Durie für die Löwen. Ja, war eigentlich gut gespielt, aber dann das Zusammenspiel Block-Torhüter hervorragend bei den Löwen. Die Partie wird geleitet von Robert Schulze und Tobias Tönjes. Und denen können wir nur wünschen, dass sie ein ähnlich gutes Händchen haben wie Lars Geipel und Markus Helbig am vergangenen Sonntag in Flensburg. Dann brauchen wir über Schiedsrichter überhaupt nicht diskutieren. Appelgren. Beschwingt. Von seiner Leistung in Flensburg am vergangenen Sonntag. Ja, was das Torhüter-Thema ausmacht. Wir haben es so oft besprochen. Es sei nur an das Halbfinale in Hamburg erinnert. Flensburg gegen die Löwen. Eine Demontage für den deutschen Meister. Eine Niederlage mit 10 Toren Unterschied, weil Appelgren einfach einen ganz schwachen Tag erwischt hat. Er hat das längst hinter sich gelassen und ist im Moment in absoluter Topform. Es gilt im Übrigen, glaube ich, für alle Löwen. Also wenn man das Spiel in Flensburg als Maßstab nimmt, Pettersson mit einer überragenden Leistung, wie er immer wieder in die Tiefe geht, wie er die Lücken sucht, aus scheinbar unmöglichen Positionen noch unfassbare Würfe ansetzt. Wahnsinn. Aber auch Kim Ekdal-Durie mit einer absoluten Steigerung. Oh. Ja, Schrittfehler. Schrittfehler, Lazkovic. Gegenstoß über Pekeler. Oh. Da scheinen schon ein paar Nervositäten mit dem Spiel zu sein. Ungewöhnlich gerade bei Pekeler, der meistens so wirkt, als wäre er eisekalt. Winczek mit dem Ausgleich. Es muss das Ziel der Löwen sein, hier ähnlich cool aufzuspielen über 60 Minuten wie in Flensburg. Leichter gesagt als getan. Aber auch da muss ich dir wieder sagen, für mich waren das zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Und am Ende sind es dann halt die Kleinigkeiten, die so ein Spiel entscheiden. Die Freien, die Appelgren wegnimmt, wo Flensburg zum Beispiel in Führung gehen kann bei dem Kemper. Wer das Spiel gesehen hat, weiß, wovon ich da spreche, in der zweiten Halbzeit. Stattdessen machen die Löwen den Führungstreffer und ziehen dann eben nach vorne, ziehen dann eben davon. Also es sind dann am Ende auch Kleinigkeiten und vor allem Torhüterparaden, wie wir auch gerade jetzt in der Anfangsphase von dem Spiel wieder sehen. Arm ist oben. Schmidt. Kieler engagiert in der 6-0. Kompakt. Jetzt muss Schmidt was initiieren. Ich glaube, sie haben nur noch einen Pass. Ja, Block muss natürlich hinten bleiben bei 6 Meter, bis der Freiwurf ausgeführt ist. Ja, ja, das gibt's doch nicht. Den kennen wir. Den kennen wir. Andi Schmidt. Einen ähnlichen hat er schon ausgepackt in Flensburg. Sekunden vor der Sirene, ein unglaubliches Tor. Zum Sieg für die Löwen. Gislason wechselt schon zum ersten Mal, nimmt Lazkovic raus, der ein bisschen unglücklich agierte in den ersten Minuten. Bringt Nilsson. Auch kein Mittelmann. Ja, mich wundert bei Alfred, dass er die Variante mit Rune Dahmke, die er im Pokalfinale mal, wie ich finde, sehr gut angebracht hat, nicht häufiger bringt. Mit Rune Dahmke auf der Mitte, meine ich. Ist natürlich heute das Problem, dass er keinen zweiten Linksaußen hat. Ja, denn Santos musste ja am Knie operiert werden und fällt höchstwahrscheinlich ein halbes Jahr aus. Appelgren mit seiner nächsten Parade. Ja, aber Linksaußen sind nicht so wichtig. Die sind zu ersetzen. Rückraum Mitte ist die wichtigere Position. Ja? Aus deinem Munde hätte ich nicht erwartet. Muss man ganz klar so sagen. Du stellst ja fast deine eigene Karriere in Frage mit so einer Aussage. Na, ich habe ja auch nicht immer nur links außen gespielt. Nein, nein. Also man kann ja auch mit zwei Kreisläufern agieren, aber Dahmke hat mir schon gut gefallen im Pokalfinale. Und die Variante
Hätte ich gern häufiger gesehen. Mit dem entsprechenden Tempo, das wirklich ist vorgetragen. Andy Schmid zieht an. Und dann Kimi Kalyurie. Ja, er hat sich in der Rückrunde in meinen Augen extrem gesteigert. Hinrunde habe ich gedacht, was ist mit ihm los? Ist er schon im Urlaub? Hat er noch die Motivation? Fehlt ihm da ein Stück? Aber die Rückrunde ist sensationell. Ohne ihn spielen sie eine Klasse schlechter. Also Mats Mensah-Larsen kann ihm da in dieser Saison nicht das Wasser reichen. Zumindest was die Rückrunde betrifft. Jawohl. Schwierig für Appelgren. Hat wahrscheinlich nichts gesehen. Der Wurf um den Gegenspieler herumgezogen von Bull. Ja, ganz stark. Wieder Kim Ekdal-Durier. Das ist ja die große Qualität der Rhein-Neckar-Löwen. Das reduziert sich ja aus dem Rückraum bei weitem nicht nur auf Andy Schmid. Sie haben mit Pettersson und Kim Ekdal-Durier Leute auf den Halbpositionen, die wie kaum andere Halbspieler in der Bundesliga in die Tiefe kommen. Ja, aber es sind dann auch nur diese drei. Andy, Kim Ekdal-Durier und Pettersson. Was danach kommt, Reinkind fällt ein bisschen ab und Mensah-Larsen fällt eben auch ein bisschen ab. Also sie haben den wesentlich dünneren Kader als beide vermeintlichen Konkurrenten Kiel und Flensburg. Das ist natürlich eine schöne Position für Lukas Nilsson. Und wenn er dann noch mit zwei, drei Schritten Anlauf kommen kann, dann ist er eine Urgewalt, der junge Schwede. Den Wurf nehmen. Pettersson hat es herausragend gespielt. Der Pass kommt zum richtigen Zeitpunkt. Da muss der Schlagwurf von Durier kommen. Ja. Ah, das war eigentlich perfekt gespielt. Den muss Pekele aufnehmen. Auch wenn er vielleicht ein bisschen flach angesetzt war. Winczek scheitert an Appelgren. Und dann Ekberg. Kiel ist dran. Hinspiel in der Bundesliga haben die Löwen in Kiel gewinnen können. Champions League Achtelfinale gab es auch zwei Auswärtssiege. Also wenn man die jüngste Vergangenheit anguckt, könnte für Kiel heute sprechen. Insgesamt, was man die letzten Jahre so erlebt hat zwischen diesen beiden Teams, es ist nicht vorherzusehen. Mal der eine, mal der andere. Ja, kriegt ihn nicht mehr runter. Also nach unten gezogen den Ball. Kim Ekdal-Durier. Aber ist aber auch immer jemand dran von den Kielern. Die Abwehr ist sehr aggressiv. Beinarbeit funktioniert. Oh ja, der war optimistisch. Ja, da muss man ja nur auf die reine Anzahl der Tore gucken. 5-5, 16 Minuten fast schon gespielt. Es ist ein Spiel, das bislang zumindest nicht von den Angriffsreihen dominiert wird. Starke Abwehrarbeit auf beiden Seiten und Appelgren etwas stärker bislang als Landin. Boah, wohin. Die Löwen mit Glück. Ja, aber auch super Abwehrarbeit der Löwen. Wenn man sieht, wie sie verschieben, wie sie die Räume zumachen, wie sie immer auf Ballhöhe sind. Also bisher muss ich sagen, Kompliment an beide Abwehrreihen. Das ist eine starke Leistung. Beinahe im Spiel, am Kreis bei den Löwen. Hatte wenig Spielzeit in den vergangenen Monaten.
Das lag natürlich vor allen Dingen daran, dass Pekeler so stark aufgespielt hat. Dabei vielleicht ein bisschen zu früh an den Kreis von Andy Schmid. Es ist Appelgren. Und das sind fast alles völlig offene Würfe, die er den Kielern wegnimmt. Ja, was machen die denn? Der Krötzki wartet da draußen schon eine halbe Stunde. Also die Emotionen kochen hier natürlich hoch. Und die Löwen können sich davon nicht vollständig freimachen. Gegenstoß der Kieler war eigentlich schlecht gespielt. Die Chance war schon vorbei. Du darfst auch da jetzt keinen Angriff-Abwehrwechsel machen, sondern du gehst mit der kompletten Abwehr nach vorne, wenn du die Chance hast, wenn du hier gewinnen willst bei den Löwen. Wieder abgedreht. Schwierig für Sigurdsson. Landin wusste genau, was kommt. Gastgeber zu wiederholten Mal nah am Ball gewinnen. Also das zeichnet die Löwen natürlich aus. Sie sind in der Lage, grundverschiedene Deckungssysteme auf allerhöchstem Niveau zu spielen. In Flensburg die offensive 5-1, hier die sehr flexible 6-0. Und jetzt macht Sigurdsson schon besser. 2 Tore Führung. Also das wäre schon ein Ding. Die Meisterschaft am 32. Spieltag klar zu machen. Nochmal. Wer hätte das gedacht? Niemand. Nein. Sie sind nicht, auch nicht als Titelverteidiger, als Topfavorit in die Saison gegangen. Die Flensburger waren über eine ganz lange Phase sehr souverän, sehr überzeugend. Die Kieler haben Schwierigkeiten gehabt über die gesamte Spielzeit hinweg. Aber Flensburg war der große Favorit. Und dann spielen die Löwen eine phänomenale Rückrunde. Sie haben noch kein Spiel verloren in der Bundesliga im Jahr 2017. Zuletzt gab es 11 Siege in Folge in der Bundesliga. Und da waren nicht nur überzeugende Vorstellungen mit dabei, aber sie haben es immer irgendwie noch hingebogen. Und das hat sie in diese Situation gebracht. Aber ich frage dich mal, nenn mir einen Spieler der Löwen, nur einen, der hinter den Erwartungen zurückbleibt in dieser Rückrunde. Jeder einzelne Spieler, ob das ein Patrick Krötzki ist zum Beispiel, der sich wahnsinnig gesteigert hat, der ein super Spiel in Flensburg gemacht hat. Ob das der alte Mann Sigurdsson ist, der wie der Werbepartner der Löwen ein Duracell-Männchen hier durch die Gegend rennt, Spiel für Spiel. Und mit einer hohen Effektivität seine Leistung bringt. Ob das ein Pekeler ist, der sich ebenfalls Angriff und Abwehr nochmal weiterentwickelt hat. Sie spielen alle am Optimum. Und wenn das so ist, dann reicht auch ein dünnerer Kader. Und keiner hat sich groß verletzt, das muss man auch dazu sagen. Nicht aufzuhalten. Weil, und da muss man auch ehrlich sein, die Verletzung von Holger Glandorf hat den Flensburgern natürlich schon wehgetan. Mehr als das. Mehr als das. Ja, sowas ist häufig schon entscheidend gewesen. Ja? Man muss sich mal das auf der anderen Seite vorstellen. Wenn sich Andy Schmid oder Alex Pettersson so schwer verletzt hätte auf Löwenseite und Glandorf eben nicht. Es hätte alles ganz anders kommen können, aber... Absolut. Das ist der Sport. Jetzt ist Weinhold im Spiel, der nach wie vor natürlich nach seiner schweren Knöchelverletzung Schwierigkeiten hat, der zuletzt aussetzen musste am Sonntag gegen Coburg. Und der es jetzt wieder versucht. Das ist natürlich einer, der das Spiel ordnen kann, auch von der Mittelposition. Diesinger, das ist jetzt eine spielerische Variante. Pekeler.
hat gesehen, dass Landin noch nicht ganz wieder zurück ist. Wie viel Risiko. Der musste genauso kommen. Genauso. Gislason bringt wieder den sechsten Feldspieler. Tor erneut offen. Giesinger, zu Tor, früh. Tor ist frei. Naja, aber Guardiola hat den Ball. Da ist natürlich die Variante mit dem Direktwurf vielleicht nicht die beste. Ich habe ihn in so einer Situation schon Tore machen sehen. Ich habe ihn aber auch schon vorbeiwerfen sehen. Also ich würde sagen, es hält sich die Waage. Um es mal optimistisch zu formulieren. Unfassbar. Ja, na klar. Na klar trifft Andi Schmid die Entscheidung und natürlich ist Ballena die erste Option. Auch das ist so gut gemacht. Er ist für mich der beste Offensivspieler der Liga, Andi Schmid. Hat Pässe gespielt in Flensburg, die habe ich gar nicht verstanden. Was wahrscheinlich an mir lag. Das hat nichts zu heißen, nein. Aber... Es ist so. Marco Buin. Ja, wo wir schon so munter diskutieren, ne? Sie doch auch gerne herzlich eingeladen auf unserer Facebook-Seite von Sport1 Handball West, der MVP der Saison. Das ist eine schwierige Frage. Kann man so sehen. Kurze Pause, Auszeit. Spielen in der ersten Hälfte. Jakobsen für seine Verhältnisse tiefenentspannt. Tolle Atmosphäre hier in der SAP Arena. 13.000 Zuschauer. Tickets für ein Spiel gegen den THW Kiel sind natürlich immer sehr begehrt. Und jetzt haben die plötzlich die Chance. Und das werden die wahrscheinlich auch nicht erhofft haben, heute auch noch die Meisterschaft feiern zu können. Du, ich glaube, die haben noch nicht mal was vorbereitet. Ich glaube, die schicken, wenn dann, irgendjemand zur Tankstelle, der hier noch einen Kasten Bier holt. Ich wette, hier ist nichts vorbereitet, falls die hier heute den Titel gewinnen sollten. Aber daran wird es dann nicht scheitern. Ein bisschen Konfetti wird dann vielleicht noch auftreiben. Ja, ich vermute, dass Kaltgetränke bevorzugt werden würden. Ja, wir sind ja schließlich im Handball. Ja? Hier werden auch keine GoPros an Bierflaschen installiert, ja, sondern die werden ganz auf dem klassischen Weg vernichtet und getrunken. Gut, Schluss aus. So was. Westminster Larsen im Spiel bei den Löwen mit der 22. Hier. Was die Abwehrarbeit betrifft, da bleibe ich bei
ist das eine gute Vorstellung bislang von den Kielern. 7 Tore. Das ist ein bisschen wenig in 24 Minuten. Aber man tut sich im Moment nicht so leicht gegen die Löwen mit dem Tore werfen. Das haben wir ja am vergangenen Sonntag schon gesehen. Schwieriger Wurf für Boyin. 10 Meter. Gut gearbeitet, gut gekämpft von Damke. Jakobsen ist nicht einverstanden. Und das ist eine tolle Szene, die wir leider gerade nicht im Bild sehen können. Er war kurz davor, so ein klein bisschen zu explodieren, der Nikola Jakobsen. Und der Schiedsrichter hat das aufgenommen, hat ihm die Entscheidung erklärt und dann war alles wieder in Ordnung. Wunderbar. Das ist eine tadellose Entscheidung. Absolut korrekt gepfiffen. Gute Leistung der Schiris bisher. Nikola Bilic. Ja, da muss man schon zu dritt ran gegen Baena. Also bei den Kielern reichen auch 2 vom Kaliber Brozovic-Winzek. Die machen das bisher ausgezeichnet. Aber dass er es überhaupt versucht, der Baena aus der Position. Er war ja relativ weit raus. Er war bei 8 Meter und dann hat er da 3 gegen sich. Das fiecht ihn nicht an. Landin. Wieder gut verteidigt von den Kielern. Oh, wow, wow. Oh. Auf den Kopf und Appelgren lächelt das einfach weg. Aber der Zopf muss neu gerichtet werden. Ja, wegen der Aerodynamik. Ja. Ist doch klar. Hat bisher funktioniert. Deutlicher Vorteil, obwohl Landin nicht schlecht hält bei den Löwen. Nein, Löwen tun sich jetzt schwer. Das ist das Thema. Wenn wir nicht die erste Besetzung im Rückraum haben, fehlen ein paar Prozent. Aber solange sie hinten so arbeiten, solange Appelgren so gut hält. Boah. Wow. Da müssen sie besser zurücklaufen. Also der Vorsprung resultiert einzig und allein aus Gegenstößen. Im Positionsangriff nehmen sich beide jetzt nicht so viel. Gegenstöße und die Überzahlsituation haben den THW ins Hintertreffen gebracht. Ah, die Löwen machen es dann aber auch wirklich schnell. Krötzki mit einem Tempopass, den man erstmal so aufnehmen muss. Aber genau das erwarte ich auch vom THW, dass sie ihren Gegenstoß genauso konsequent laufen. Und den laufen sie mir, wenn sie die Chance haben, zu verhalten. Starke Einzelleistung von Weinholz. Aus dieser Situation einen 7 Meter rauszuholen und die 2 Minuten Strafe gegen Pekala. Das ist stark. Wieder Bilic, diesmal gegen Palika. Ja, wie macht er den denn rein? Mit links. Aber da ist offenbar alles mit rechten Dingen zugegangen. Ah ja. Nochmal gucken. Ja, mit links.
Ah, ich glaube, er war schon unten. Ja, dann hätte es nochmal 7 Meter gegeben. Hätte sie machen müssen. Hätte sie pfeifen müssen. Ja, Palika, der Ex-Kieler, 7 Jahre gespielt für den THW. Lange verletzt gewesen. Und rechtzeitig für die entscheidenden Spiele ist er zurück. Und auch wenn Appelgren nach wie vor die Hauptlast trägt, das glaube ich schon, dass das Michael Appelgren auch ein bisschen entlastet hat. Das Wissen, dass da wieder einer da ist, der helfen kann, wenn es nötig ist. Stürmerfolg, Rützki. Ja, es ist relativ zerfahren gewesen jetzt in der letzten Phase. Man darf ja auch eins nicht vergessen. Die Kieler dezimiert. Die Löwen mit schmalem Kader. Wir sind ganz am Ende einer sehr langen und intensiven Saison. Ich habe das Gefühl, das ist dann auch irgendwo eine Kraftfrage. Vor allem, wenn die Abwehrreihen gut eingespielt sind, gut funktionieren, da fehlen dann halt im Angriff immer mal wieder ein paar Prozent, die entscheidend sind. Ist im Spiel. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß, es ist die entscheidende Phase der Meisterschaft. Es sind nur noch 3 Spieltage. Aber hier geht es heute um die Meisterschaft. Das haben wir vor dem Final Four in Hamburg auch schon gesagt. Die Jungs sind kaputt, diese Jungs sind fertig. Gerade diese Mannschaften, wie die beiden die Champions League spielen. Aber wenn es dann darum geht, dann vergisst du jeden Schmerz in deinem Körper. Dann gehst du da rein und gibst alles. Und es sieht nicht langsamer aus als am ersten Spieltag. Moment, das hat ja nichts damit zu tun, dass sie nicht alles geben würden. Sondern? Dass ein paar Prozent Kraft eventuell fehlen in der einen oder anderen Situation. Okay, Dr. Götz. Nein. Dann lassen wir das mal wissenschaftlich stehen. Stark gemacht wieder von Andy Schmid. Mit links. Ist das 7 Meter? Ja klar, ja natürlich. Abwehr im Raum. Hier, auf Brozovic muss man gucken, ja klar. Sigurdsson, Ex-Kieler gegen Landin, Ex-Löwe. Hoppla. 10 Sekunden noch. Chance sogar noch zum Ausgleich für den THW. Bissinger. Wohin muss abschließen. Zweimal Pech. Ja, es bleibt bei der knappen Führung für die Rhein-Neckar-Löwen. Aber noch ist die Meisterschaft nicht eingetütet. Der THW Kiel wehrt sich. Kurze Pause und dann meldet sich Annette Sattler. Und für alle, die es verpasst haben, dann gibt es auch noch mal Bilder vom ersten Spiel am heutigen Abend, das wir live auf Sport 1 gezeigt haben. Von der Niederlage der Flensburger in Göppingen, der die Meisterschaft heute für die Löwen ja, möglich gemacht hat oder möglich macht. So, da sind wir wieder in der SAP Arena in Mannheim. Und ob die Löwen heute deutscher Meister schon werden, ja, das müssen wir noch mit einem dicken Fragezeichen versehen. Denn die Kieler wehren sich. 11:10. Knappe Führung für die Rhein-Neckar-Löwen. 30 Minuten noch. Und dann sind wir schlauer. Und das sei auch mal erwähnt an dieser Stelle, selbst wenn das heute mit dem Sieg gegen Kiel nicht klappen sollte, da haben die Löwen natürlich noch 2 weitere Chancen, um alles klar zu machen. Aber der Rahmen ist ja perfekt ausverkauft, der eigene Halle. Alle haben Lust zu feiern und sie werden mit Sicherheit alles versuchen in dieser zweiten Hälfte. Die Löwen in Gelb,
von links nach rechts. THW noch eine Minute in Unterzahl. Gwöcki. Genau so wird jetzt wahrscheinlich jeder weitere Löwentreffer bejubelt. THW wieder mit Weinhold auf der Mitte. Also wenn man ihn so beobachtet, natürlich ist der Knöchel nicht in Ordnung. Er geht normalerweise mit noch mehr Dampf in die gegnerische Abwehr rein, aber er hat halt das Spielverständnis, um hier ein bisschen was zu initiieren. Oh, stark. Junge, Junge. Er war fast schon unten, Patrick Winczek. Wie kriegt er den denn noch ins Dreieck? Und ja. Was macht Schmidt? Und was macht Landin? Der Pass, ein Traum. Der Wurf wohl kaum. Nein. Ein mieser Reim. Nein, nein. Stark. Ja, wollen wir die Parade von Landin nicht unterschätzen. Die war schon nicht so schlecht. Ja. Fand ich auch. Schrittfehler, ja. Schritte. Treffer zählt nicht. Ich muss zugeben, ich muss mich erst noch erholen. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass du poetische Fähigkeiten hast. Nein. Nein. Jetzt arbeiten wir schon so lange zusammen. Aber einen Reim hast du noch nicht präsentiert. Okay. Es wird immer besser. Sehr stark von Appelgren. Natürlich ist Billig bei diesem Wurfversuch oder bei diesem Wurf noch gestört worden und Andi Schmidt mit dem Turbo-Boost. Nochmal Appelgren. Und auch wenn ich mich da jetzt wiederhole, der Gegenstoß der Löwen ist druckvoller als der Kieler. Also man hat es ja gerade ganz deutlich gesehen, was es für zwei unterschiedliche Art und Weisen des Gegenstoßes gibt. Andi Schmid, der mit aller Kraft wollte und die Kieler dann doch wieder eher verhalten. Woran liegt das? Ja, sie machen natürlich auch den Angriff-Abwehr-Wechsel, aber sie haben in ihrer Formation natürlich nicht die Laufwege einstudiert über Jahre hinweg, die die Löwen natürlich von sich kennen. Da weiß Pettersson, was Schmid macht, Dürrier natürlich auch. Die Kieler rennen mehr oder weniger parallel auf einer Linie und ist tödlich im Gegenstoß. Und wieder Schmid, das gibt's doch nicht. Das ist der Unterschied. Ja. Die Kieler kommen gar nicht hinterher. Der schiere Wille. Die absolute Überzeugung. Ich wusste gar nicht, dass er so schnell ist. Das zweimal hintereinander. Jetzt muss er aber ganz schön pumpen. Sensationell, sensationell. Das war ein sehr guter Wurf von Buin. Die Löwen sind da, sie sind präsent. Verdeckter Wurf von Billig. Da kann Appelgren nichts machen. Aber wo wir heute auch nochmal den direkten Vergleich haben, als Niklas Landin die Löwen 2015 verlassen hat. Da gab es nicht wenige, die sich schon Sorgen gemacht haben, was die Torhüterposition betrifft. Dann kommt dieser Appelgren aus Melsungen und die Löwen werden
zweimal Meister. Also einmal. Naja. Mit Sicherheit. Im vergangenen Spieljahr und höchstwahrscheinlich auch in dieser Saison. Also das ist schon eine bemerkenswerte Leistung von Apelgren. Wieder Schmidt, dreht auf jetzt, Andi Schmidt. In der ersten Hälfte nicht ganz so torgefährlich. Aber die Kieler kommen eben nicht dazu, das Foul zu machen. Die Löwen werden immer wieder den Ball los. Und am Ende trifft Andi dann halt die Entscheidung. Und er ist jetzt natürlich on fire. Also gegen ihn musst du dir was einfallen lassen. Musst in jedem Falle offensiver jetzt an ihn ran, weil er wird sich jetzt mit dem Selbstvertrauen, was er hat, so ziemlich jeden Wurf nehmen. Da war Eckberg eingelaufen. Billig hat es nicht gesehen. War schon abgepfiffen. Wären Schritte gewesen. Aber wer jemals schon mal Handball gespielt hat oder solche Spiele schon häufig gesehen hat, der weiß, jetzt wird es umso schwerer für den THW Kiel. Die Löwen sind mit 3 Toren vorne, es läuft wie am Schnürchen. Andi Schmid ist auf absoluter Betriebstemperatur. In der Abwehr wird jeder Meter extra gemacht. Sich da jetzt durchzusetzen, ist die ultimative Herausforderung. Die Halle kommt. Und die Löwen demonstrieren hier zu Beginn der zweiten Hälfte, dass sie unbedingt heute wollen. Auszeit Kiel. Kieslersson nimmt die Auszeit. Disco kommt für Lukas. Ich bin jetzt etwas Spanisch nicht. Okay? Wir haben kein Zeit, kein Problem. Ich glaube, es ist alles oben, aber ohne die Aufstellung. Hey, mehr Bewährung, dann gehen wir weiter weg und dann nochmal eingreifen und dann ist Platz. Okay? Super gute Kreislauf an, weil er ziemlich hoch. Handspielball. Komm, Männer, hey. Dran glauben, komm, dran glauben. Hey. Oh, super, wir müssen zurücklaufen, ein bisschen besser. Okay? Ja, und! Ihr seid überragend. Ja, das werden sie tun müssen. Noch besser zurücklaufen. Bei dem Tempo, das die Löwen hier anschlagen. Das ist nicht nur laut. Das ist auch zügig. Arm ist oben. Aber sie haben normalerweise noch genügend Pässe, um hier was Vernünftiges aufzubauen. Kiesinger, die liegt. Ah, jetzt muss Eckberg. Das ging nicht. Wieder Tempo. Sie kommen gar nicht in Position, die Kieler. Andi Schmidt. Aber welche Überraschung. Ha? Welche Überraschung. Ist doch klar, dass der sich jetzt jeden Wurf nimmt. Es ist Andi Schmid-Zeit in der SAP-Arena. Für solche Momente haben die Amis die Begrifflichkeit He's on fire erfunden. Kein einfacher Wurf, der Ball kommt nein, an. Und sie kommt voll. Jetzt geht alles. Die Löwen explodieren hier in der zweiten Hälfte. Den nächsten Pass spielt er mit verbundenen Augen, sag ich dir. Jetzt funktioniert hier alles. Ja, die Kieler können das nicht mitgehen im Moment. Sie schaffen es einfach nicht. Sie haben nicht die mentale Verfassung, nicht die körperliche Verfassung, um
gegen diese aufgedrehten Löwen in dieser Phase gegenhalten zu können. Der Kampf um den Champions League Platz 3, das ist das Thema des THW Kiel. Oh, mit Glück, Ball war hinter der Linie. Die Kieler noch zu Hause gegen Erlangen und Balingen. Und sie können von Glück sagen, wie das heute gelaufen ist bei den Gegnern. Die Berliner verlieren völlig überraschend zu Hause gegen Gummersbach. Magdeburg nur unentschieden in Leipzig. Und selbst bei einer Niederlage heute hier in Mannheim bleiben die Kieler auf jeden Fall auf Rang 3 und können natürlich gegen Erlangen und Balingen da alles klar machen. Naja, die Frage wird sein, ist Balingen am letzten Spieltag dann schon theoretisch oder praktisch abgestiegen? Weil ansonsten möchte ich am letzten Spieltag auch nicht als Kieler unbedingt in Balingen spielen, wenn die noch die Liga halten können. Eieiei. Kimekta Durier. Hoffentlich ist da nichts Schlimmeres passiert. Also sah so aus, dass Knie auf Knie geprallt ist. Ja, das tut zwar furchtbar weh, aber es wäre besser als ein verdrehtes Knie. Genau. Übrigens, was macht denn Zeitz da mit Pekerle? Sich wehren. Ja, aber 2 Meter im Kreis. Da, wo der Zweikampf geführt werden muss, wird er geführt. Ja, alte Handballerregel. Ja, die beiden kennen sich natürlich bestens. Viele Jahre lang zusammen für die Löwen gespielt. Niklas Landin, Kimekta Durier. Und er hat ihm jetzt noch mal verbal und plastisch erklärt, was da passiert ist. Das Lächeln verrät uns, es war wohl nicht so schlimm. Aber 2 Minuten Strafe für die Kieler. Ja. Hat er hier schon die Augen zugehabt? Andi Schmidt? Da müsste die Zeitlupe sehen. Aber den Pass kann er blind spielen. Also normalerweise, wir sind jetzt in der 40. oder 41. Minute. Du hast eigentlich nur 5 Tore Rückstand. Aber bei dem Lauf, den die Löwen jetzt haben, musst du, wenn du das gewinnen willst, dieses Spiel, und davon gehe ich jetzt mal aus, alles auf eine Karte setzen. Nächster Gegenstoß, Tor ist offen. Die Löwen sind sowas von bereit in dieser zweiten Hälfte. Das ist eine Demonstration. Und natürlich sind das die Momente, wo Duvniak so bitter fehlt beim THW Kiel. Sie mühen sich, das ist zu sehen, das ist gut zu erkennen. Aber es fehlt halt was Entscheidendes. Wieder ist der Arm oben. Abwehrarbeit phänomenal bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und dann haben sie auch noch diesen Torhüter in der Hinterhand. Michael Appelgren. Was muss ihm das jetzt auch noch mal für einen zusätzlichen Push geben, wenn du in Flensburg das Torhüter-Duell gegen Matthias Andersson gewinnst, wenn du hier zu Hause bislang zumindest das Torhüter-Duell gegen Niklas Landin gewinnst, gegen die Besten der Besten. Und wir haben gerade noch 2 weitere Endergebnisse gesehen. Hannover kann den Bann immer noch nicht brechen. Auch im 13. Spiel in Serie kein Sieg. Unentschieden nur in Coburg, und Stuttgart holt sich eminent wichtige Punkte im Abstiegskampf. Wahnsinn. Das ist ja nicht zu glauben, wie die Abstiegskandidaten heute gepunktet haben. Lemgo gewinnt
Gummersbach gewinnt, Stuttgart gewinnt. Und der BRC verliert. Und alles ist so eng da unten. Wir werden das weiter verfolgen. Zeit und wieder Appelgren. Appelgren und Schmid, das ist eine tödliche Kombination hier. Also wer sich da mal ganz kurz orientieren will, Coburg ist bereits abgestiegen. Und dann wird es sehr, sehr eng an den letzten beiden Spieltagen. Drei Mannschaften steigen ab. Das kann man ja gar nicht mehr beschreiben, was Andi Schmid hier abzieht. Guck mal in sein Gesicht. Da gibt es nicht mehr den leisesten Selbstzweifel. Es ist alles klar. Ja, aber das meinte ich auch mit vorhin, mit alles auf eine Karte setzen. Also wenn ein Spieler einer anderen Mannschaft so einen Lauf hat und ja, deine Paradeabwehr ist die 6-0-Formation, dann nimm ihn raus. Sigurdsson. Andi Wolf. Jetzt also für Landin im Tor. Also, kurze Deckung gegen Schmid, das ist dein Rezept. Was willst du denn sonst machen? Der hört da jetzt nicht auf. Du kannst natürlich auch darauf hoffen, dass dein Torwart mal ein, zwei Bälle wegnimmt. Und dass deine Abwehr, die in der ersten Halbzeit ja nicht schlecht gestanden hat, sich wieder fängt. Aber in dem jetzigen Zustand, wo du sagst, er ist on fire, ich sage, er ist in the zone, da musst du ihn rausnehmen. Ich glaube ja, er ist in the zone on fire. Ja, und es ist nicht übertrieben. Es ist nicht übertrieben. Rötzki, was macht er denn da mit dem armen Danke? Die Kieler werden hierher gespielt. Das ist fast schon zum Bedauern. Und wir reden hier vom deutschen Rekordmeister. Aha. Da hat dann einer die Nase voll. Christian Zeitz und wieder geht sie ab, die wilde Fahrt. Haben die Löwen einen Zaubertrank entdeckt da in der Pause? Was habe ich erzählt von Müdigkeit? Kräfteverschleiß, Kräfteverlust. Ich habe diese Doktorarbeit von dir in der Halbzeitpause noch mal studiert. Habe mir das Pamphlet noch mal zu Gemüte gezogen. Ja, das hättest du dir sparen können. Das war mit Foul, glaube ich. Das war mit Foul. Aber da ist ja Appelgren. Andi Schmid liegt immer noch. Jetzt müssen sie unterbrechen. War es okay, laufen zu lassen? Ich glaube schon. Schauen wir noch mal hin. Ach, du meinst die Aktion von Zeitz? Ja, der Wurf war zuvor und dann... Also ich glaube, man kann beides laufen lassen. Na klar geht die Hand zum Kehlkopf oder zum Hals oder zum Kinn. Aber der Wurf war weg. Hast du toll analysiert. Und auch bei Damke, finde ich, war es jetzt nicht unbedingt, dass man es hätte nochmal zurückpfeifen müssen. Klar, dann muss ja Pettersson auch irgendwann mal wieder mitwischen.
Nochmal zur Erinnerung, zur Pause hatten wir ein 11:10. Und seither haben wir ein 11:4. In 17 Minuten. Zeitverzicht. Was soll da jetzt noch schiefgehen mit der Meisterschaft heute? Ich würde sagen, der Kieler Zebra-Zahn ist gezogen. Also hier kann ich mir beim besten Willen keine Wende mehr vorstellen. Die Kieler müssen aufpassen, dass sie hier nicht noch richtig unter die Räder kommen. Und das ist in Anbetracht der Tatsache, dass sie mit 8 Toren zurückliegen, schmeichelhaft formuliert. Andi Schmid wird wieder ein bisschen menschlicher. Und jetzt riskieren sie zumindest mal diesen Pass im Gegenstoß. Auch wenn es nicht funktioniert hat, Wolf ist bereit für dieses Risiko. Und wie schnell ist das wieder gegangen? Und mit Überzeugung und mit Druck. Da wird jede Chance, selbst wenn sie noch so klein erscheint, genutzt. Und jeder dieser Löwen ist bereit. Es ist nicht alles nur Andi Schmid, da kommt auch ein Kim Ekta-Durier. Da kam in der Aktion vorher ein Pettersson zur Mitte, hat die Lücke gesehen, abgezogen. Ja. Also. 9 Tore Führung, 11,5 Minuten noch. Alles spricht für die Titelverteidigung der Rhein-Neckar-Löwen. Nächste Auszeit, aber das sei auch angemerkt an dieser Stelle. Die Party wird hier natürlich abgehen in der SAP-Arena bei Sieg gegen Kiel. Die Schale wird heute noch nicht überreicht. Die gibt es erst am letzten Spieltag nach dem Heimspiel gegen Melsungen. Egal, was hier heute passiert. Wir haben es ja immer wieder analysiert, diese schwierige Konstellation beim THW Kiel in dieser Saison. Schon wie es losging mit der ganz kurzen Vorbereitung nach den Olympischen Spielen. Viele neue junge Spieler, Verletzungen. Sie sind nicht so richtig ins Laufen gekommen. Und die schwere Verletzung von Dufniak war dann natürlich der schlimmste Killer. Und trotzdem, wir sprechen vom deutschen Rekordmeister. Wir sprechen von einer Mannschaft, die bis 2015 10-mal in 11 Jahren deutscher Meister war. Wie muss das sein für die Kieler Handballseele, wenn man das jetzt hier miterlebt? Das ist nicht einfach. Ich glaube, es betrifft nicht nur dieses Spiel. Also ich glaube, das Heimspiel gegen Coburg war jetzt auch nicht die beste Leistung. Das Heimspiel gegen Minden zum Beispiel war auch nicht gerade großartig. Das Auswärtsspiel in Leipzig. Es gibt viele Beispiele diese Saison, wo die Kieler sich eben nicht mit Ruhm bekleckert haben. Und nochmal, ich habe das auch im letzten Spiel schon gesagt, man spricht da immer von Umbruch. Es betrifft genau genommen eine Position. Da hat man sich verjüngt. Ja, es ist die Königsposition. Aber guck dir diesen Kader der Kieler an. Also wenn die nicht um die Meisterschaft mitspielen, höre ich da Kritik. Ja, also ich finde, es muss der Anspruch der Kieler sein, auch mit diesem Kader, natürlich um die Meisterschaft mitzuspielen, ist gar keine Frage. Mit diesem Anspruch stellen sie ihren Kader zusammen. Ich gebe dir recht, Dufniak ist und war auch im letzten Jahr schon der alles entscheidende Spieler. Ohne ihn lief relativ wenig. Und das merkt man natürlich umso deutlicher, wenn er gar nicht dabei ist. Aber da stehen schon 7, 8, 9 Weltklasse-Spieler da unten. Und da muss man sich sicherlich auch dem Vorwurf gefallen lassen, dass man eben nicht das Optimum herausgeholt hat. Es war das große Glück der Rhein-Neckar-Löwen,
in dieser und auch in der vergangenen Spielzeit, dass sich der alles überragende Andy Schmitz nicht verletzt hat. Das ist natürlich ein ganz zentraler Unterschied. Alfred Gislason über den Top Downton. Der ist scheinbar komplett unzufrieden mit der Schiedsrichterleistung. Das ist nun wahrhaftig heute nicht das entscheidende Thema. Aber, und jetzt müssen wir den Satz schon noch entscheidend zu Ende führen. Die Löwen sind eine Einheit. Gefestigt, eingespielt seit Jahren. Ganz genau. Und sie haben es geschafft in einer Saison, in der sie nicht immer auf Top-Niveau gespielt haben, sich trotzdem in der entscheidenden Saisonphase in Bestverfassung zu präsentieren. Und das sieht dann so aus. Und das wird die hochverdiente zweite Meisterschaft in Folge. Und der Schmied, der hat jetzt einfach nur noch Lust zu saubern. Zeit wehrt sich zumindest. Also nochmal, wir haben ja zu Anfang des Spiels schon thematisiert. Diese Mannschaft ist eine andere mit Duvniak, klar. Aber da sind natürlich auch Fehler gemacht worden bei der Kaderzusammenstellung. Wenn man es nüchtern analysiert, weil bei all diesen Stars, die du hast, auf halb rechts und halb links, brauchst du jemanden, der sie lenkt. Du brauchst einen Spielmacher. Aus den Fehlern haben sie gelernt und haben für die nächste Saison einen Spielmacher geholt. Mit Zarabet aus Slowenien. Einen echten Spielmacher. Sehr guter Mann. Und der kann dieser Mannschaft neben Duvniak dann auch wieder ein anderes Gesicht geben. Und auf einmal sind sie wieder ein Titelkandidat. Manchmal bedarf es nur eines kleinen Puzzlestückes, um dich wieder zu einem Titelaspiranten zu machen. Die Kieler haben die Saison mit dem Pokalsieg schon irgendwie gerettet. Und wenn es dann auch reicht für die Champions League Qualifikation für die kommende Saison, dann wird man zumindest nicht von einer total enttäuschenden Saison sprechen können. Aber sie sind natürlich gereizt durch das, was jetzt in der vergangenen Spielzeit und in dieser Saison passiert ist. Dritter im vergangenen Jahr. Mehr wird es auch in dieser Saison nicht. Und dann wollen wir gucken, ob sie zurückschlagen können. Aber jetzt gebührt die Bühne hier in den letzten Minuten natürlich dem alten und neuen deutschen Meister, den Rhein-Neckar-Löwen aus Mannheim. Palika mittlerweile im Tor. Dem wir das natürlich auch gönnen, diese Minuten nach dieser schweren Verletzung, nach zweimonatiger Pause. Er hat alles getan in der Reha, um nochmal mithelfen zu können, jetzt in den entscheidenden Spielen. Und er wird belohnt dafür. Zeit. Na klar, geht die Intensität jetzt runter bei den Rhein-Neckar-Löwen. Alles ist klar. Sechzehn Tore nur zugelassen. 21 Tore in Flensburg nur zugelassen. Damit ist alles gesagt über die Abwehrarbeit der Rhein-Neckar-Löwen. Und zur Abwehr gehört ja bekanntermaßen auch ein Torhüter. Traumhaft, wunderbar. Pettersson. Und da unten beginnt so ganz allmählich die Party. Sehr zurecht. Wilczek holt nochmal einen 7 Meter raus. Ja,
was soll man da noch sagen? Nikola Willig. Wir haben das Kieler Dilemma in dieser Saison besprochen. Die Thematik, die Problematik. Und dann lass uns auch noch mal ganz kurz das Wort zu den Flensburgern verlieren, die so lange vorne wegmarschiert sind, am häufigsten, am längsten in dieser Saison auf Platz 1 standen. Und dann die Niederlage im Pokalfinale gegen Kiel. Das hat bitter wehgetan. Das Aus im Champions League Viertelfinale gegen Skopje. Und dann haben sie auch eben in der Bundesliga die entscheidenden Spiele nicht erfolgreich gestalten können. Was ist da passiert? Also erstmal muss man sagen, dass Kiel ein überragendes Pokalfinale gespielt hat. Da waren sie auf dem Punkt doppelt mit einem Weltklasse Dovniak und Landin. Und bei den Flensburgern hat sich Holger Gladendorf verletzt. Und das ist eine eminent wichtige Position in der Verfassung, in der Gladendorf war. Das konnte man nicht kompensieren. Man hat das Spitzenspiel gegen die Löwen mit drei Rechtshändern begonnen. Das sagt eigentlich schon alles. Konnten sie nicht auffangen. Und daraus haben die Löwen dann Kapital geschlagen. Es ist schade für eine Mannschaft wie die Flensburger, wenn man Flensburg-Fan ist, dass sie dann nicht deutscher Meister werden. Aber hier nochmal auch außerordentlicher Respekt an die Löwen. Da fliegen sie wieder über das ganze Feld. Sigurdsson. Also das Thema Verletzungen von Schlüsselspielern darf natürlich bei der Analyse dieser Meisterentscheidung nicht fehlen. Dovniak haben wir angesprochen, Gladendorf haben wir angesprochen. Ja, das hat natürlich auch eine wesentliche Rolle gespielt. Aber die Mentalität der Rhein-Neckar-Löwen, die ist am Sonntag deutlich geworden. Die ist heute vor allen Dingen in der zweiten Hälfte deutlich geworden. Das ist absolut top. Ja, sie sind cool geblieben in Flensburg und sie haben heute einen herausragenden Handball gespielt. Sie wollten diesen Sieg, auch wenn es eine Floskel ist, mehr als die Kieler. Das hat man vor allem gesehen, wie sie in die zweite Welle gehen, wie sie in die dritte Welle gehen, mit was für Power sie nach vorne spielen, mit welchem Selbstvertrauen sie nach vorne gehen. Und auch wenn das in den letzten Jahren von uns inflationär formuliert worden ist, Andi Schmid, du bist ein Handballgott. Längst sitzt keiner mehr hier in der SAP-Arena, außer die Kieler Ersatzspieler und der Experte. Der Rest steht. Und das ist natürlich ein Traum für die Löwen, dieses Mal die Meisterschaft in eigener Halle klar machen zu können. Nicht wie in der vergangenen Saison auswärts am letzten Spieltag in Lübeck. Naja, und dann natürlich noch gegen den großen THW. Also besser kann es nicht sein. Nee. Das sind die Bilder, die man nicht kommentieren muss.
Der deutsche Meister 2017. Das sind die Rhein-Neckar Löwen. Und nach dem, was wir in den letzten 4 Tagen gesehen haben, kann es keinen Zweifel geben. Es ist hochverdient. Das ist eine Handballdemonstration gewesen in diesem zweiten Durchgang. Ein 28:19 gegen den großen THW Kiel. Und die Kieler gratulieren fair. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin hier heute nicht hergefahren mit der Erwartung, den kommenden deutschen Meister heute schon kommentieren zu können. Aber nachdem Göppingen ein unglaubliches Spiel gegen Flensburg gemacht hat, haben die Löwen ihre Chance genutzt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Sowas von beherzt Handball gespielt. Also man kann ihn einfach nur zu dieser Leistung beglückwünschen. Es ist der verdiente neue deutsche Meister, die Rhein-Neckar-Löwen. Der alte und neue deutsche Meister. Wunderbare Bilder hier aus der SAP-Arena. Und das wird so schnell nicht ändern. Und wir wollen natürlich gleich auch die Beteiligten hören. Wir sind in 39 Sekunden zurück hier in Mannheim. Meistertrainer Nikolai Jakobsen in seiner dritten Saison als Löwencoach zum zweiten Mal deutscher Meister. Was ist das für eine Bilanz? Ja, der Hallensprecher hat es gerade den 13.000 auch nochmal mitgegeben, dass wirklich nichts geplant war für heute, nichts vorbereitet war. Keiner hat offenbar mit diesem Szenario gerechnet, genauso wie der Experte. Und dann gibt es jetzt halt eine Spontansause. Und das sollen ja meistens die Besten sein. Da kann man doch mal eine Büchse schießen oder sowas. Irgendwas Spontanes fällt dem Handballer doch einfach mal jetzt ein. Vielleicht ist ja auch einer in der Halbzeitpause mal zur Tankstelle gefahren und hat was besorgt. Also ich glaube, feucht, fröhlich wird es werden. Aber man wird natürlich hier kein Podest aufgebaut haben. Luftballons und Konfetti fallen jetzt auch nicht von der Hallendecke. Macht den Sport aber irgendwie sympathisch. Die Jungs freuen sich einfach auf eine ganz natürliche Art und Weise. Man bildet einen Kreis, man umarmt sich, man bindet die Fans mit ein. Man weiß eigentlich auch nicht so richtig, wie man jetzt gerade feiern soll. Pures Glück. Die Geschichte einer unerwarteten Meisterschaft. 3 Spieltage vor Schluss. Unerwartet früh, das ist das eine. Unerwartet auch grundsätzlich, wenn man die Zeit ein paar Monate zurückdreht. Wir wiederholen uns da gern. Die Löwen sind nicht ab der Top-Favorit in diese Saison gestartet. Ihr müsst bitte leider kurz aus dem Innenraum raus. Wir müssen alles abbauen, alle Spieler abbauen. Und trotzdem haben sie es geschafft. Und hier weiß überhaupt keiner, was irgendwie los ist. Hier müssen alles abbauen, alle Stühle abbauen. Was? Wie? Nee, doch nicht. Und dann dürfen natürlich nachher wieder rein. Tut mir den Gefallen. Ach ja, Pressekonferenz fällt aus. Pressekonferenz fällt aus. Gut, alles klar. Da wird Alfred Gieslasson nicht ganz unglücklich sein. Also ich meine, gut, Pressekonferenz fällt aus. Stühle abbauen, Stühle aufbauen. Keiner weiß genau, was hier läuft. Umarmen wir uns ein bisschen. Trinken ein paar Bier und genießen diese Meisterschaft der Löwen. Glückwunsch nach unten, Patrick Rötzky, bei Anne Zattler. Patrick, wie unerwartet kommt dieser Moment für Sie? Ehrlich gesagt sagt Kim Ekdal, der mir seit 2 Wochen
dass wir heute hier die Meisterschaft feiern. Deshalb irgendwie unerwartet, aber laut Orakeljury nicht ganz so unerwartet. Wie hat er das begründet, dass heute die Meisterschaft? Wie hat er das begründet, dass heute die Meisterschaft gewonnen wird? Mit seinem schwedischen Gefühl, keine Ahnung. Was haben Sie gedacht, als vor der Partie schon klar war, Flensburg hat verloren und wir haben heute diese einmalige Chance? Ja, irgendwie eine komische Situation. Klar hat man sich das auch überlegt, dass es passieren konnte, aber ja, wenn man das dann noch hier in der Halle hört, hat man, glaube ich, auch in den ersten paar Minuten gesehen, dass jeder denkt da irgendwie ein bisschen dran, obwohl wir natürlich alle Profis sind und uns versuchen, hier drauf zu konzentrieren. Aber im Laufe des Spiels hat man gesehen, dass unser Wille einfach so groß war, dass es heute auch dazu gereicht hat. Die zweite Meisterschaft in Folge und das nach so einer doch teilweise sehr schwierigen Saison. Ist das schon greifbar für Sie? Null. Also letztes Jahr war es der letzte Spieltag und jetzt sind noch zwei Spiele zu spielen. Ich kann es auch überhaupt nicht glauben, muss ich ehrlich sagen. Patrick Götzki, feiern Sie den Tag. Danke. Weiter geht's bei Markus und Stefan. Ja, ganz authentisch, Patrick Götzki. Wille war ein ganz zentrales Stichwort, das er hier nochmal hat fallen lassen. Und wenn du die Beteiligten hier siehst und hörst, sie waren einfach noch nicht eingestellt auf die große Meisterfeier. Naja, ich sag mal, dass der Wille ausschlaggebend war, das war nicht zu übersehen. Vor allem in der zweiten Halbzeit bei dieser Löwenmannschaft. Es war ja ein absoluter Rausch, in dem sie sich da gespielt haben. Also nochmal Hut ab zu dieser Wahnsinnsleistung. Verdienter Meister Rhein-Neckar-Löwen. Und wir wollen dem Nächsten gratulieren. Kim Ekdahl-Dürier. Timmy, zum Abschluss. Viel besser geht's nicht, oder? Ich hoffe auch, Karl. Bisschen zu leise. Es geht nicht lauter. Wir müssen uns ein bisschen anstrengen. Es kommt was verlaut hier. Patrick Rötzki hat uns gerade verraten, dass Sie seit zwei Wochen davon reden, dass die Rhein-Neckar-Löwen heute Meister werden. Wie kam's? Ja, ich weiß nicht. Wir haben irgendwann mal damit angefangen vor ein paar Wochen und gemeint, ja, wir müssen nur bis Mittwoch kämpfen und dann ist es eingetütet. Ob wir es tatsächlich geglaubt haben, ja, irgendwo vielleicht ein bisschen, aber hier ist nichts vorbereitet für diese Party. Es ist trotzdem die schönste Party aller Zeiten. Wir haben überhaupt keine Worte mehr, oder? Da kommt. Oh. So, die ersten sechs Buchstaben jetzt auch abbekommen. Kim, ich merke, du hast keine Worte. Genieß diesen Abend. Danke. So, wir machen eine kurze Pause hier aus der SAP Arena.
Wünsche für den neuen und alten deutschen Meister der DKW Handball-Bundesliga. Die Rhein-Neckar-Löwen gewinnen mit 28:19 gegen den THW Kiel und haben die Chance genutzt durch die Niederlage. Party, also ich muss mir da noch was einfallen lassen. Ich glaube, dafür wird sich eine Lösung finden lassen heute Abend. Das soll nicht das Problem sein, Andi Schmid. Die erste Halbzeit haben die Rhein-Neckar-Löwen mit einem Tor geführt und dann komplett Gas gegeben in der zweiten Halbzeit. Was hat der Trainer Ihnen gesagt in der Pause? Ja, ich habe Nikolai vor Monaten schon gesagt, wieso sie nicht in Abwehr stehen darf, um ein bisschen in die zweite Welle zu gehen. Und, das hat dann in der zweiten Halbzeit richtig gut funktioniert und ich, ist Wahnsinn. Niemand hat von uns gesprochen. Vor einem Jahr waren wir Meister und jetzt stehen wir schon wieder hier. Also ist, ich brauche ein paar Tage, um das zu realisieren. Kann man Unterschiede in der Bedeutung dieser beiden Meisterschaften festmachen? Ich finde schon, ja. Also das erste Mal ist immer am schönsten, aber es geht auch meistens schnell, wie man aus anderen Sachen auch kennt. Und das Zweite, wir sind als Meister überall in jede Halle gekommen. Alle haben gesagt, deutsche Meister ist hier, wir hatten noch mehr Druck. Und das wäre, ich weiß nicht, also es ist unfassbar, dass wir das erleben dürfen. Stefan Kretschmer und Markus Götz haben Sie heute während der Partie als Handballgott bezeichnet. Was bedeutet Ihnen sowas? Ja, es ist schön, wenn man das hört. Das ist, macht mich richtig stolz. Ich konnte in den letzten zwei, drei Monaten noch mal eine Schippe drauflegen. Aber es wird manchmal zu viel von mir gesprochen. Ich finde, was wir für eine Deckung hinstellen, was wir für einen Torhüter haben, was wir mit Kim, Alex, also unsere Außen. Also ich könnte jeden aufzählen. Das ist der Teamerfolg, der hier überall steht. Dankeschön, Andi Schmid. Genießen Sie den Abend. Danke. Dankeschön. So, weiter geht's mit Markus. Ja, also für eine Spontanparty sieht das gar nicht so schlecht aus, wie ich finde. Sie haben zumindest eine Bühne hergekriegt.
Und Kaltgetränke waren auch eine ganze Menge da in dieser Halle. Große Gläser. Überraschenderweise mit Bier gefüllt. Große Sektflaschen. Entweder die haben da hinten einen geheimen Kühlschrank, der diese Schätze grundsätzlich beherbergt, oder irgendeiner hat das gerochen, dass das so kommt. Junge, Junge. Aber der steckt das weg, der Nikola Jakobsen. Ein Däne kann mit so einer Situation umgehen. Und Annette auch. Ja, so schön kann eine spontane Meisterfeier sein. Wir schauen auf die Tabelle nach diesem 32. Spieltag. Die Rhein-Neckar-Löwen jetzt also definitiv deutscher Meister. Diesen Titel kann ihm keiner mehr nehmen. Dahinter die Flensburger auf dem zweiten Tabellenplatz. Und dann tobt ein Dreikampf um Platz 3. Der THW Kiel, die Füchse Berlin und der SC Magdeburg. Alle wollen sie natürlich den dritten Platz, der möglicherweise zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Und in der zweiten Hälfte der Tabelle geht es im Tabellenkeller ordentlich zur Sache. Ab Platz 13 heißt es Abstiegskampf. Gummersbach, der BHC und Stuttgart, das sind die drei Mannschaften über dem Strich. Lemgo und Balingen darunter und der HSC Coburg ist bereits abgestiegen. Bei uns geht es natürlich weiter mit Live-Handball am kommenden Sonntag. Die Flensburger sind zu Gast in Balingen, das Ganze ab 14:55 Uhr hier bei uns auf Sport 1. Weitere Interviews vom heutigen Abend gibt es natürlich auf sport1.de und weitere Feierbilder. Und jetzt übernimmt Hans Arbeit. Tschüss aus Mannheim, schönen Abend. Momentan ein bisschen schwierig, weil wir haben alle nicht mit gerechnet, dass wir jetzt plötzlich heute schon Meister sind. Wir haben gewusst, dass wir es gewinnen, aber dass wir ja, es ist Wahnsinn, wie sich hier alles entwickelt hat. Wir haben letztes Jahr die Meisterschaft gefeiert, jetzt sind wir nie in der Halle gefahren. Überall haben sie gesagt, jetzt kommt der deutsche Meister, und wir haben den Druck standgehalten. Es ist Wahnsinn, diese Truppe, und alle herum, auch in der Geschäftsstelle, vielen Dank an alles und natürlich an euch Fans, ohne euch geht gar nichts. Vielen Dank. Unsere zwei! Andi! Unsere Nummer 22! Mess! Auf einmal will keiner! Er hat sich leider verletzt im Laufe der Saison. Trotzdem,
Michel, wir freuen uns, dass du weiter bei uns bleibst. Unsere 26, Michel! Wir freuen uns über unsere Nummer 27, Harald! Der Mann für die wichtigen Tore. Und wir haben gelernt, dass auch der folgende Mann die Arena in Ekstase versetzen kann mit seinen Toren. Unsere Nummer 28, Philipp! Philipp, willkommen in Mannheim. Erstes Jahr, erster Titel. Sehr schön. Als ich zu den Löwen gekommen bin, habe ich an jeder Ecke gehört, Alexander Pettersson, der macht vielleicht noch ein, zwei Jahre. Das war vor 4 Jahren. Und der Mann ist immer noch eine wichtige Säule in diesem Team. Unsere 32, Alexander! Irgendwer hat gefordert, er soll sich ausziehen, nee, oder? Jetzt kommen wir zu einem Spieler, mir blutet das Herz jetzt schon. Unsere Nummer 60. Und er hat gesagt, er will sich mit der Meisterschaft verabschieden. Und er hat Wort gehalten. Kim, wir vermissen dich jetzt schon. Unsere 60. Wir haben alle die Bilder im Kopf, gerade von dir in Gummersbach damals. Ist das heute auch so ein bisschen eine Genugtuung, dass man ausgerechnet gegen den THW Kiel Meister wird? Naja, also ich glaube, die... Die Genugtuung, das war eigentlich letztes Jahr. Ich glaube, so wie das erste Mal, so wird es nie wieder. Aber das in diesem Kontext ist ja auch natürlich ganz anders. Ich dachte erst, dass ich in 10 Tagen hier stehen werde, und das werde ich ja auch, aber ja, ich weiß nicht. Kim, du beendest deine Karriere und gehst auf Weltreise. Tu uns einen Gefallen. Erzähl der Welt, wie geil die Rhein-Neckar Löwen sind. Ja, machen wir. Unsere 60, Kim Ekdol! Wir kommen zu dem Mann, der so unfassbare Dinge in einem Kraftraum machen kann und uns das auch noch per Video zeigt. Unsere Nummer 9, Gudjon Valur! Gorgi. Gorgi, wie war dein erstes Jahr so zurück bei den Löwen? Ja, gar nicht so speziell, glaube ich mal, oder? War ganz okay, ne? Ja, ich glaube, wir können uns nicht beschweren. Es ist, ich glaube, keiner hätte gedacht, dass wir 2 Spieltage vor Schluss Meister werden können, und dass wir das tatsächlich geschafft haben, ist der absolute Wahnsinn. Und danke an die Fans, danke an die Spieler, danke an die Mannschaft, an alle Leute, die hier sind, die für die Löwen arbeiten. Ich hätte mich keine bessere Mannschaft momentan vorstellen können, zurück nach Deutschland zu kommen. Es war ein Wahnsinnsjahr, unglaublich hart, war nicht immer einfach, aber bin unfassbar stolz auf diese Jungs. Wenn mich jemand nach einem völlig unterkühlten Isländer fragt, dann würde ich ihm dein Bild zeigen. Kannst du auch mal so richtig die Sau rauslassen? Unterkühlt?
Nee, ich bin ja, ich liege normalerweise um 10 Uhr abends im Bett und ich trinke ja keinen Alkohol. Dann bist du schon 40 Minuten drüber. Ah ja, dann tschüss. Ich sage euch was, ich hoffe, dass wir lange noch hier heute Abend in der Halle bleiben. Lass uns jetzt richtig feiern. Unsere neuen Gudjun Valur! Ein Riesenapplaus jetzt bitte auch für unsere Nummer 11. Auch er wird uns nach der Saison leider verlassen. Unsere 11, Dejan! Ich muss sagen, am meisten traurig bin ich tatsächlich über unseren nächsten Spieler, dass er uns verlässt. Und ich glaube, das ist bei uns allen so ein bisschen so. Nach der Saison verlässt uns nämlich auch unsere Nummer 19. Und auch er hat versprochen, dass er sich mit dem Titel verabschiedet, was er heute auch gelöst hat. Junge, ich liebe dich über alles. Marius! Ja, wir haben schon erfahren, Kim Ekdahl-Durier hat es gewusst, dass ihr heute deutscher Meister werdet. Wie ist es für dich, für sie? Überraschend oder doch nicht? Ja, überraschend schon. Er hat uns gestern nichts davon erzählt, dass er es schon wusste. Also Patrick Rötzky hat mir erzählt, er redet seit 2 Wochen davon, dass ihr heute hier deutscher Meister werdet. Ja, wir wussten schon oder haben natürlich gehofft, wenn wir in Flensburg gewinnen, dann sieht es gut aus für uns. Aber dass wir heute hier Meister werden, kann man überhaupt nicht erwarten. Auch wenn Flensburg heute in Göppingen verloren hat, wir haben gegen THW Kiel gespielt. Das ist eine super Mannschaft. Und wir haben einfach ein riesen Spiel gemacht. Wir haben mit dieser Halle war es fast unmöglich zu verlieren. Aber sowas kann man nicht, man kann sich sowas nicht ausdenken. Man muss einfach die Welle reiten und das genießen. Sind spontane Partys die schönsten? Das werden wir sehen. Ich habe schon einige spontane Partys erlebt. Ich bin einmal mit Kiel gegen die Löwen wegen Tordifferenz Meister geworden, was nicht viele damit gerechnet haben. Da war es ganz schön Abend und ich glaube schon, dass wir einige Stunden hier noch feiern werden. Was danach kommt, ist die Geschäftsführerin mit dem unserem Sportdirektor, die reden jetzt gerade zusammen. Mal gucken, was sie sich ausdenken, aber ich, wie ich vorher gesagt habe, ich werde einfach mit der Welle jetzt reiten und schauen, wo mich das hinbringt. Wie besonders ist diese Meisterschaft, vor allem, weil die Saison an einigen Stellen ja doch ein bisschen holprig verlaufen ist? Sehr speziell und weil es ist, wie Sie gesagt haben, die Liga lief eigentlich immer gut, außer wir haben am Anfang gegen Flensburg verloren, aber dann haben wir Pluspunkte frei gespielt, bis wir nach Magdeburg gekommen sind. Aber wegen der Champions League, wir haben in Frankfurt gespielt, wir sehen jetzt hier, was wir für Fans haben, wie geil diese Halle ist, wie geil die Stimmung ist, aber wir haben in Frankfurt unsere Champions League Spiele vor 1000 Zuschauern gespielt. Das war eher wie eine Trainingseinheit. Wir sind durch die Gruppe so schlecht gekommen und deswegen war die Stimmung in der Liga immer super, Champions League gar nicht. Und dann ist das immer so ein Auf und Ab gewesen und war für die Mannschaft gar nicht so einfach. Und deswegen ist das umso erstaunlicher und umso geiler, dass wir es doch so am Ende geschafft haben. Was ist die Erfolgsgrundlage? Was ist die Erfolgsgrundlage? Warum seid ihr Meister geworden in dieser Saison? Ich glaube, wir haben heute und in Flensburg gezeigt, dass wir eine überragende Abwehr haben. Wir haben 2 super Torhüter. Man muss sagen, es sind die Leute, die in die Angriffe, oder das ist ja immer so, dass die Leute, die die Tore werfen oder die schönsten Pässe machen, die kriegen das größte Lob. Aber was unsere Torhüter geleistet haben in letzter Zeit und was unser Innenblock oder unsere Halten natürlich verlieren, kaum Mann gegen Mann. Aber kaum einer erwähnt Hendrik Pegele oder ein Guardiola zum Beispiel. Der hat für mich war der Mann des Spiels in Flensburg zum Beispiel. Der ist ein wahnsinniger, cleverer Abwehrspieler. Und ich glaube, wir haben eine gute Abwehr. Angriff, wir haben sehr gute Gegenstöße. Aber unsere Abwehr ist, hat man heute gesehen, der absolute Wahnsinn. Und das ist für mich der Grundstein, um Meister zu werden. Dankeschön. Ich bin doch ein bisschen.
jedem Jahr, dass du auch beim Spiel den Titel holst. Michael, wie viel Gänsehaut haben Sie, wenn Sie sich hier umschauen und in all diese Gesichter sehen? Ja, es ist wahnsinnig schwierig zu beschreiben, aber ich habe meine Eltern auch hier heute, die waren auch oben in Flensburg. Und es ist Wahnsinn, in den Kopf rumgeht, also ich fühle mich leer und so voll gleichzeitig, es ist Wahnsinn. Sie sind deutscher Meister, haben Sie schon begriffen? Noch nicht, glaube ich, aber ich bin unglaublich glücklich, dass wir noch geschafft haben. Also am Ende her haben wir so einen Kampf gegen Flensburg gehabt, immer mit einem Punkt dazwischen sind wir vorbei mit einem und das letzte Spiel auch gegen ihn gewonnen. Und es war schwer, vor dem Spiel zu hören, dem Spiellauf von Flensburg. Irgendwann haben wir auch gehört, dass sie verloren haben. Und da können wir endlich den Kopf ein bisschen frei sein und auf sein Spiel fokussieren. Sie haben letzte Woche in Flensburg das Torhüterduell gegen Matthias Andersson gewonnen. Sie haben heute das Torhüterduell gegen Niklas Landin gewonnen, gegen zwei der absolut besten Torhüter der Welt. Wie stolz macht Sie Ihre eigene Leistung? Ja, ich bin sehr stolz, dass ich meiner Mannschaft helfen kann in so kritischen Phasen, auch in so wichtigen Spielen. Das ist auch mein Ziel vor der Saison, auch wie letztes Jahr, auch, dass man auch seine Leistung bringt, wenn es wirklich bedeutet was. Und natürlich sind Matthias und Niklas sehr gute Torhüter. Ich habe vielleicht auch einen unglaublich guten Job vor mich, aber ich freue mich sehr. Die ganze Saison über haben alle immer die SG Flensburg-Handewitt als Favorit vorne gesehen. Und das sah auch lange so aus. Und dann kam diese unglaubliche Rückrunde der Rhein-Neckar-Löwen. Keine einzige Niederlage in der Liga. Was ist da passiert in dieser Rückrunde oder um den Winter rum? Gab es so einen speziellen Moment, wo Sie sagen, das hat so ein bisschen den Schalter umgelegt? Ja, irgendwie war es so, dass wir haben vom Gefühl her haben wir nicht so eine gute Saison gespielt. Wir waren hinter Flensburg. Trotzdem haben wir weniger Minuspunkte als letztes Jahr, aber da habe ich trotzdem gefühlt. So, ich glaube, wir haben ein bisschen vor uns gekriegt, weil wir hinter waren. Und da habe ich einfach viel Gas gegeben und das geschafft. Wir haben Ihre tänzerischen Qualitäten vorhin schon bewundern können. Jetzt ist das hier eine absolut spontane Party. Wie geht es heute Nacht noch weiter? Oh, ich habe keine Ahnung. Wie du gesagt hast, ganz spontan, glaube ich. Also, ich habe nicht geglaubt, dass wir heute Deutscher Meister werden, aber es ist fantastisch und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Genießen Sie den Abend, danke. Ja, jetzt können wir den Titel reden. Ich möchte mich erstmal bedanken bei den besten Fans der Liga. Vielen Dank an euch für diese unfassbare Unterstützung. Ja, da kann ich mich nur bedanken bei einer unglaublichen Mannschaft, die dieses Jahr Wahnsinniges geleistet hat. Ich glaube, deutscher Meister werden ist eine Sache, das Ganze zu bestätigen, nochmal eine ganz andere. Deswegen Riesenkompliment an diese unglaubliche Truppe, an den besten Trainer der Welt, Nikolai Jakobsen. Danke für deine Leistung. Und dann habe ich hier noch ein paar Jungs, die medizinische Abteilung, dass die Jungs hier drei Spieltage vor Schluss noch so fit sind. Vielen Dank an die Physiotherapeuten, an unsere Ärzte. Ihr habt einen riesen Job gemacht. Okay, ich kann hiermit abtreten. Vielen, vielen Dank. Danke SAP Arena, danke Rhein-Neckar-Löwen-Fans. Ich bin mittlerweile so nass, ich muss die ganze Zeit den Bauch einziehen. Nee, das möchte keiner sehen. So, und jetzt kommen wir zum Macher des Erfolgs. Er ist zu den Rhein-Neckar-Löwen gekommen und hat zwei Meistertitel geholt. Viel mehr muss man über diesen Mann nicht sagen, außer, dass er jetzt gerade eigentlich eine Gesichtsfarbe hat, die wir gar nicht von ihm kennen. Nämlich eine normale. Ein Riesenapplaus. Hier ist unser zweifacher Meistertrainer, Nikolai! Hey.
als du damals zu den Löwen gewechselt bist, hättest du dir träumen lassen, dass wir hier heute stehen und unsere zweite Meisterschaft feiern? Ja. Ach. Klare Ansage. So, wir stehen mit Henrik. Nico, was macht diese Mannschaft? Henrik, Kim Ekdal-Dürrier weiß es seit 2 Wochen, dass die Rhein-Neckar-Löwen heute deutscher Meister werden. Wann war Ihnen klar, dass es soweit ist? Ja, ich, keine Ahnung, als wir 10 Minuten vor Schluss mit 9 oder 10 Toren geführt haben, da war mir relativ klar, dass es landet und dass wir den Titel verteidigen. Was hat denn die Niederlage der Flensburger in Ihnen persönlich ausgelöst? Mit welcher Einstellung sind Sie dann ins Spiel gegangen? Hat Sie das beeinflusst? Ja, natürlich hat uns das beeinflusst. Wenn man so ein Ergebnis dann vor dem Spiel hört, man war dann vielleicht auch ein Stück weit nicht ganz konzentriert. Da war unser erster Halbzeit nicht so gut. Aber dann in der zweiten Halbzeit haben wir gesagt, wir wollen das heute klar machen. Wir wollen die Meisterschaft holen. Da haben wir ein richtiges Feuerwerk abgebrannt. Es ist Ihre zweite Meisterschaft in Folge mit den Rhein-Neckar-Löwen. Lässt sich der Stolz irgendwie in Worte fassen? Nein, überhaupt nicht, weil uns hatte dieses Jahr noch jemand auf der Rechnung, als es letztes Jahr war. Und dass wir dann zwei Spieltage. Damals, diese Zusammenhalt, das ist das, was ich am besten betragen kann. So, wir fangen nochmal von vorne an. Was war die Frage? Ich hab's vergessen. Lieber stell ihm ein paar Fragen über Fußball. Über Fußball? Über Fußball. Davon hat er Ahnung? Nicht unbedingt. Aber ich bin besonders gut, also vor allem im Team Alt. Oh, aber wo bist du besonders gut und warum? Und jetzt müsst ihr eigentlich Manager holen. Die könnten einen sehr, sehr schönen Dialog führen jetzt über Fußball im Training. Aber ich würde lieber über die deutsche Meisterschaft im Handball reden. Nee? Aber würdest du die Mannschaft ein bisschen besser kennenlernen? Also was ich weiß ist, dass sie mit Sekt treffsicher sind. So, wir machen weiter. Sie haben es gerade angesprochen. Es war eine Saison, in der jetzt nicht unbedingt jeder auf dem Zettel hatte, dass die Rhein-Neckar-Löwen Meister werden könnten. Ja, genau. Ich denke, vor der Saison war man ganz klar die Flensburger und die Kieler Favorit. Aber wir haben uns einfach konstant durch die Saison gespielt. Wir haben nicht immer gut gespielt, aber wir haben die Spiele einfach gewonnen. Und wir haben jetzt 3 von 4 direkten Duellen gegen den THW und gegen Flensburg gewonnen. Und ich denke, dann sind wir auch zu Recht Meister geworden. Was war letztendlich diese Erfolgsgrundlage von dieser starken Rückrunde? Sie haben es gerade angesprochen, am Anfang der Saison ein paar Schwierigkeiten und dann kam eben diese Rückrunde, keine einzige Niederlage in der Handball-Bundesliga. Die Abwehr ist das eine, klar. Aber man hatte von außen auch den Eindruck, dass die Mannschaft während der Saison immer mehr auch als Einheit zusammengewachsen ist. Ist das richtig? Ja gut, wir hatten ja vor der Saison nicht so viele Wechsel. Wir hatten Gudjon Wallor auf links außen, der Uwe Gensel ersetzt hat und Andreas Balika am Tor. Ansonsten sind wir eigentlich ja, die gleiche Mannschaft geblieben wie im letzten Jahr. So, das war, glaube ich, für einige nicht leicht nach der Olympia. Auch bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis ich wieder in Form gekommen bin, weil Olympia einfach enorm kräftezehrend war. Mir tat natürlich auch die Pause im Januar ganz gut. Und dann haben wir uns ein Stück weit dann auch im Rausch gespielt. Ja, wir waren irgendwie so ein Stück weit im Schatten von Flensburg, waren zwar immer hinter denen, aber wir haben kontinuierlich gepunktet, wir haben keine Punkte liegen gelassen und haben einfach auf die Ausrutscher gewartet und dann die direkten Duelle einfach gewonnen. Und damit steigt heute die spontanste Meisterfeier aller Zeiten. Was dürfen wir noch erwarten von den Rhein-Neckar-Löwen? Wird Mannheim unsicher gemacht heute Nacht? Ja, entweder Mannheim oder Mallorca. Wann spielen Sie wieder? Nächsten Mittwoch. Damit wäre die Zeit dafür, 2-3 Tage Mallorca. Ja, wir hätten so oder so hätten wir das Wochenende frei gehabt. Und da kann man das ja auch auf Mallorca verbringen. Gibt es schon interne Pläne für die Reise? Nein, weil man konnte es ja nicht unbedingt erwarten, dass wir heute die Meisterschaft klar machen. Ich denke, wir haben mit Olli Rauch schon einen erfahrenen Mann an der Hand, der sich darum kümmern wird. Dankeschön. Ich hoffe, ihr seid jetzt Gentlemänner und lasst die Frau Patrick Grönzke jetzt gefeuert wird? Das müssen wir noch mal ganz genau überdenken. Jenny, das ist dein erstes Löwenjahr. Du warst bei der ersten Meisterschaft trotzdem schon mit dabei. Was ist das für eine Gefühlswelt für dich, innerhalb von einem Jahr 2 Titel zu holen?
Ja, ich bin immer noch total sprachlos. Also wir haben alle heute nicht damit gerechnet. Klar hat man am Sonntag gemerkt, dass das möglich ist, das wieder zu schaffen, diese Sensation. Aber dass das heute so geklappt hat, ist einfach nur der Wahnsinn und echt Wahnsinn.